20 Jahre Beatsteaks bedeuten 20 Jahre Rock'n'Roll, Ohrwürmer und Ausrasterkonzerte. Das Bandjubiläum haben die Berliner diesen Sommer ausgiebig mit grandiosen Live-Auftritten gefeiert. Zum krönenden Abschluss kommt jetzt das Album 23 Singles heraus. Doch fast wäre dieses Ereignis an der Band vorbeigegangen. Hat unser Manager nicht gesagt, ey, wir hätten nächstes Jahr 20, letztes Jahr hätten wir das völlig verpennt. Und er sagt so, ja, was machen wir nächstes Jahr? Ein paar Festivals spielen. Es ist allerdings doch ein schöner Anlass, weil ist ja, kann man ruhig mal feiern, dass man 20 Jahre zusammen Musik macht. Und deswegen bringen wir halt unsere Single Collection raus und haben zwei neue Songs aufgenommen und haben uns unseren Singles nochmal gewidmet. Nochmal Zeit investiert und genau angeguckt, was gut war und was nicht so gut war und so. Nach 20 Jahren wird es auch Zeit dafür. Ein Rückblick auf eine herausragende musikalische Entwicklung. Manche Sachen, das ist so wie alte Fotos angucken, dann denkt man so, da ist aber mega komisch angezogen oder oh, das sah aber sei cool aus. So. Also so fühlt sich das für uns an. Aber alles, was von uns erschienen ist und wo der Name Beatsteaks draufsteht, das haben wir zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, geliebt. Allen Beatsteaks-Freunden wird es ähnlich gehen, begleitet die Band auch ihre Fans seit 2 Jahrzehnten. Einen Vorgeschmack auf die Zukunft gibt es mit 2 neuen Songs. Im März haben wir uns getroffen und überlegt, was wir so für diese Single Collection so machen können. Und dann drückte Thomas Play im Proberaum und spielte ein Demo vor. Und da war klar, das nehmen wir auf sofort. Jetzt kann man sich die Hits gesammelt ins Regal stellen in Form von 23 Singles.